So. Dann bewegen wir uns mal zu Nil. Auf. Mal gucken, was er noch so von uns möchte. Ich bin dann mal raus. Habt noch viel Spaß. Macht das Exo. Bis dann. Neil, ich habe mich unterwegs gefragt, na, ob du mich in einen Hinterhalt lockst. Wo wäre denn da der Spaß? Irgend so ein Banditenlager wäre doch keine Arena für uns. Aber das hier, viel besser. Hier herrscht Dramatik. Also, was sagst du? Was würdest du von einem Duell halten? Ein Duell. Er will sich mit uns kloppen. Moment, du bringst mich hierher, damit wir uns duellieren? Bis zum Tod. Und mit Genuss, weil wir nur diese eine Chance haben. Oh. Tja, was habe ich auch anderes erwartet? Ich weiß nicht, ob PC vielleicht im Blur guckt, aber ja, wir werden jetzt, glaube ich, nun, PC, ich hoffe, du verabschiedest dich gerade von Neil. Ich glaube, von ihm wird nicht mehr so viel übrig bleiben. Wenn es denn so enden muss, Neil. Alles muss enden. Bloß, du bist so ein pflichtbewusster Mensch. Ich möchte dich nicht zu etwas Unauthentischem drängen. Vor allem der Tod. Es gibt nichts Authentischeres. Sehr rücksichtsvoll von dir. Ach, PC würde es als Ehre sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, PC reißt mir auch gleich den Kopf ab. Beenden wir es. Okay. Hast du eine etwas unfaire Rüstung an? True. True. Aber er hat sich darauf eingelassen. Er wollte das. Guck nicht so besorgt. Ich sollte sagen, ich wusste, dass es so enden würde, seit wir uns begegnet sind. Aber ehrlich gesagt, ich dachte, ich schaffe dich. RIP Neil. Aber cool, man kann ihm looten. Ich meine, ich hätte auch das Duell ablehnen können, aber also Neil wollte das ja so, ne? Absolut kein Platz dafür. Nun, dann haben wir das auch erledigt. Dann bleibt uns ja nur noch das hier.
Naja, woher soll er wissen, dass du sowas hast? Er hätte ja fragen können. Wir hätten auch sagen können, hier gleiche Mittel, jeder normalen Bogen und nackig oder so, ohne Rüstungen. Dann wäre es gleich geblieben, aber er hat ja nichts gesagt. Selber schuld. Weil er hätt ja was sagen können. Er hätte ja die Bedingungen festlegen können. Vielleicht hätte er denn sogar eine Chance gehabt. Na gut. Wenn es der Armee gelingt, Meridian einzunehmen, sind wir verloren. Ich habe gehört, wir gehen jetzt noch einmal schlafen. Wir ruhen uns mal aus. Ach, hier lang. Hier lang? Nicht entgehen. Ja, diese Wegfindung hier ist manchmal komisch. Olins Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Ich bin fein damit, was wir alles haben. Wir haben alle Lagerfeuer, wir haben alle Sammelobjekte, wir haben alle Banditenlager und verderbte Zonen gemacht. Zumindest von der Hauptstory her. Ohne das DLC. Ich glaube, ich bin fein damit. Ruh dich vor dem Kampf aus. Kein Weg zurück. Warte, heißt das auch, ich kann das DLC dann nicht machen? Oder kann ich danach das DLC doch noch machen? Und herrlich in Zelda Rage. Doch, du kannst es danach machen. Okay. Weil das hört sich jetzt so an, als ob ich das denn nicht mehr machen könnte. Das wäre dann schon ein bisschen doof. Du kannst den Kampf nicht mehr abbrechen. Ja, das brauche ich ja auch nicht. Nee, dann ist alles gut. Aber Zelda Rage, ich wünsche dir auch viel, viel Spaß mit Horizon. Ich würde nicht zu viel spoilern, falls irgendwie was ist oder so, weil ich spiele es gerade zum ersten Mal. Konntest du schlafen, Elisabeth, mit so einer Last auf den Schultern? Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon.
Oh, scheiße. Wow. Einfach der Berg einfach so weg. Wie viele Todbringer haben die denn? Eins, zwei, da kommt noch ein dritter. Oh, ich fühle mich gar nicht mehr so bereit. Uiuiui. Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Ich mag die Osiris. Helis, oder? Helis! Ja, Helis. Nein. Versammel die Garde und schick Verstärkung! Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen! Er wird dich erledigen! Nicht dieses Mal! Nicht dieses Mal! Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Oh, wo ist er denn? Warum kämpfst du? Das Ende ist unausweichlich. Uiuiuiui. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Woher? Sie gibt nach! Wer bist du vor dem Schrecken? Oh Gott, der Hilfe! Sonne? Die, die dich vernichten wird! Jetzt so. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Was soll ich denn hier jetzt entscheiden? Wir haben dir den Speer in die Brust. Ja, ich hoffe, es tut weh. Ja, nichts hiervon sollte so sein. Ach Mann, Aloy. Warum denn jetzt hier so eine Entscheidung? Ich hab dafür keine... Ja, dafür habe ich auch keine Zeit. Komm. Nichts hiervon sollte so sein. Ich bin so gutmütig. Du bist schuld daran. Dein blinder Gehorsam, deine vielen Morde. Und wofür? Um auf Knien zu sterben? Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst? Du hast Mitleid mit mir? Kehr dein Gesicht zur Sonne. Okay, er ist trotzdem tot. Ich weiß nämlich nicht, wie es geendet hätte, wenn sie ihn am Leben gelassen hätte. Ich habe schon zu viel dabei. Oh ja. Okay, wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Wo, was? Begib dich zum Berg. Da lang. Okay. Plattformen! Bin ich!
Aber wo sind denn hier welche? Ah, da hinten. Der ist da weg. Da kommt halt auch noch einer. Aber da komme ich noch nicht ran. Nur die Osaram-Kanone. Oh, da hinten ist noch so ein Todbringer. Dankeschön übrigens fürs Patten. Dankeschön. Aber noch mehr. Entschuldigung. So. Ja, es ist. Ah, doch, der ist ein bisschen in Reichweite. Aua, aua. Schenkt die Waffen, aber seid wachsam. Einmal kurz Luft holen. Okay. Und sich wappnen. Das nehmen wir alles mit. Hallo, Einzelli. Hallo, Anja. Wir sind hier gerade im Finale. Kann hier weg. Wir sind jetzt gerade. Ja, Finale, ja. Wieder. Oh Gott, diese Vögel, ne? Ich hasse diese Vögel. Ja. Kann ich das hier mal nehmen? Kann ich nicht nehmen. Na gut, dann renne ich da runter. Er schießt.
Ich muss hier weg. Weg hier! Och Mann, ey, der unterbricht mich aber auf die ganze Zeit. Sturmvogel! Oh Gott, da ist Sturmvogel. Oh Gottes Willen. Entschuldigung. Hey, warte, da hinten ist noch einer? Ja, warte mal, genau, gib mir mal deine Kanone. Oh mein Gott. Shit. Oh, Hades. Aloy. 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 Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen. Sind sie? Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tab. Ich muss gehen. Okay. Oh mein Gott. Das sieht ja schrecklich aus. Nein. Ich muss weitermachen. Ja, aber wo komme ich denn hier lang? So. Aloy, geh! Wir lenken sie ab! Jetzt zieht ihr die wahre Sonne, Schattendämon! Okay, wir sollen gehen, die lenken die ab. Okay, okay, okay. Schön leise jetzt. Gottes Willen, Leute. Was ist hier nur los? Das macht die Sache etwas leichter. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein? Genau, wir sollten aber hier noch ein paar Sachen ausrüsten, wenn wir es eh schon gerade haben. Ja, mehr Rohstoffe beim Plündern sind jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Was muss ich da drücken? R1, okay.
Und gute Besserung, Anja. Ich habe gerade gelesen gehabt, du bist immer noch ein bisschen erkältet. Es hat begonnen. Hades sendet jetzt. Das ist nicht gut. Hades FM, die bösesten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Ja. Ja. Oh Gott. Guck mal, es verdorrt alles. Wegen der Biomasse, ja. Die fressen jetzt einfach alles. Scheiße. Wir haben versagt! Wenn Hades das Signal abgesetzt hat, muss er durch die Verteidigung gekommen sein. Inora. Ehrensgarde. Ich muss da hoch. Wir haben versagt. Ich muss weitergehen. Los, weiter. Ich wusste, es wird nicht leicht. Also, weiter jetzt. Aloy! Sie sind im Leben. Es ist Aloy! Na, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Nein, der Berg fiel auf mich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Mein Kampf. Ihr solltet besser hierbleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Der Metallteufel muss fallen. Ich sollte meine Vorräte auffüllen. Letzte meine Chance. Ja, danke, Aloy, aber meine Vorräte sind voll. Ich glaube, ich habe alles. Alles, was ich brauche. Ich meine, hier, klar. Ich kann hier alles nochmal ein bisschen durchplündern. Ist kein Problem. Aber ich müsste eigentlich alles haben, was ich brauche. Na dann, let's go! Und hallo, Spencer! Soll ich da nicht lang? Nee. Denn so. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Oh. Oh, fuck. Oh. Oh, oh Gott. Ja, so nah. Echt jetzt? Ist das ein Todbringer? Yep, ist es. Ah!
Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ist denn deren Schwäche? Da kommt Verstärkung! Erledigt sie zuerst! Das war's. Der Weg ist frei. Dina ist tot. Okay. Jetzt kommt der Meister. Der Große ist kaputt. Entschuldigung. Ah, diese Rüstung ist so OP, ne? Oh, hier habe ich das gar nicht ausgerüstet. Gottes Willen. Okay. Hallöchen, Neko. Systembedrohung. Bevorstehen. Ich bin mehr als eine Bedrohung. Ich bin doch hier. Lösche Hades. Okay. Irgendwas mit Ausrufezeichen Neko hast du jetzt dein Command. Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Ah!
es geschafft. Und Ehren und Weisen nicht gestorben. No. Jetzt schneidet schon wieder jemand Zwiebeln. Ich habe Sand im Auge oder so. Okay, Gaia, tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage, wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage, was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elizabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elizabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Ja. Oh, oh, oh. Okay, das sind Quartes. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Deniz, wir sind ein Klon von Elizabeth Sobeck. Vielleicht erklärt es dir jetzt ein bisschen. Weil du gerade geschrieben hast, du verstehst gar nichts mehr. Und ob sie nicht Aloy heißt. Sie heißt Aloy. Die wir gespielt haben, heißt Aloy. Aber sie ist aufgrund von Gaia entstanden. Gaia hat quasi einen Klon von Elizabeth erstellt.
Und das war dann im Endeffekt Aloy, damit sie Hades besiegen kann. Damit sie quasi die Welt rettet. Weil Gaia wusste, mit den Genen von Elizabeth klappt das. Quasi, wenn man es so nimmt. Krass. Und sehr, sehr schöne Credits, muss ich sagen. Schöne Credits. Ah, verstehe. Ja, es war ein bisschen... Also wenn man nicht alles mitbekommen hat, dann ist das bestimmt jetzt verwirrend gewesen. Aber genau. Elizabeth Sobeck hat quasi Zero Dawn gemacht. Also das mit den ganzen Maschinen und alles. Und Gaia halt. Gaia hatte halt verschiedene Unterfunktionen. Davon war Hades eine. Und Hades, weiß ich nicht, der wollte halt alles wieder vernichten. Auf einmal. Was er ja fast gerade geschafft hätte. Er hat ja die ganzen Todbringer mit deren Biomassenkraftstoffe wiedererweckt. Zum Glück haben wir das dann noch verhindert bekommen. Aber wir sind aber auch noch nicht ganz durch mit dem Spiel. Wir haben noch das DLC vor uns. Das ist ja auch noch ein bisschen was. Also ist Elizabeth schuld, dass die Maschinen gibt? Nein, nämlich Ted Faro war schuld daran. Der hat diese Maschinen gebaut, diese Todbringer zum Beispiel. Diese Todbringer, die ja mit Biokraftstoff laufen. Und die konnte man nicht auslöschen. Also es ging nicht. Und Elizabeth Sobeck war quasi die Rettung, indem sie Zero Dawn und Gaia erstellt hat. Weil wenn alles nicht mehr ist, dann kam Gaia quasi und hat wieder Leben geschaffen. Und deswegen gab es halt diese Brutstätten, die halt verschiedene Maschinen wiedergebracht haben, die die Welt bepflanzen. Wenn man es so nimmt, so ganz grob gesagt. Also die Tiere waren eigentlich, die Maschinen, die anderen, waren eigentlich immer lieb. Bis halt Hades kam und der hat irgendwelche Signale ausgesendet und eine Störung. Und Hades hat quasi alles ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Ansonsten lief das ja alles. Also Elizabeth Sobeck, dank ihr gibt es überhaupt quasi noch eine Welt, wenn man es so nimmt. Und Ted Faro war der, der die bösen Maschinen gebaut hat, weswegen die Welt eigentlich überhaupt unterging. Sorry, dass ich heute nicht so viel da war. Schau alles auf YouTube nach. Alles gut, PC. Alles gut. Das war ja zum Schluss hier noch hui. Aber am Schluss der Credits kam eine Liste mit Production Babies. Oh, süß. Wir gucken uns sowieso immer die Credits einmal komplett an. Ich meine, ich habe jetzt über 50 Stunden nur die Hauptstory gespielt. Also was heißt nur die Hauptstory, sondern also nur Horizon Zero Dawn ohne DLC. Da kann man schon mal ein bisschen appreciaten, wer das alles gemacht hat. Hallo Felix. Huch, oh nein. Controller? Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit nichts mehr gemacht habe. Bitte mach weiter. Ich habe so lange nichts gemacht, dass der Controller einfach sich dachte, ich gehe mal aus.
bin dann erstmal auf. Bis bald. Mach das, Denis. Danke schon, dass du da warst. Und vielleicht bis demnächst. Aber an sich, also bisher war das schon doch ein ziemlich cooles Spiel. Muss ich schon sagen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass ich noch ein DLC vor mir habe. Ich glaube, aber würde es mir keinen Spaß machen, ich hätte mich da jetzt auch nicht so festgesuchtet in den letzten Wochen. Da bin ich ja schon recht dankbar, dass ich eine PS4 jetzt bekommen hatte. Damit ich das alles mal spielen kann. Und rein theoretisch haben wir auch noch Horizon Forbidden West. Aber halt auch nur auf der PS4. Also nicht High-End Super-Duper Grafik. Aber ich denke mal, damit kann man leben. Und Hallöchen, Rucksack. Hi. Dankeschön übrigens für dein Follow. Ach ja. Das war schon ziemlich cool. Und Wutz. Hallo. Es war ein tolles Finale. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das war sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, wir haben auch noch das DLC. Mal schauen. Hat ja, glaube ich, ein bisschen was mit den Banugden zu tun. Die hatten wir ja noch nicht so oft im Spiel gesehen. Nur so ein bisschen. Aber ja. Ich löcke schon ein paar Streams. Ich schaue mir immer eine Weile lang die Streamer über 5 bis 10 Streams an, ehe ich mich melde. Fühle ich. Fühle ich. Mache ich auch. Aber auch ganz oft vergesse ich es auch einfach. Dann schaue ich da irgendwie, weil Twitch mir das immer wieder vorschlägt, schaue ich da rein und schaue und schaue und dann merke ich immer, ich folge gar nicht. Huch, das passiert mir auch gerne. Aber ich mache das genauso. Ich schaue mir auch immer Streamer, immer mal so 2, 3, 4 Streams erstmal an. Gorilla Babies, ja. Thank you for playing. Danke schön fürs Spiel entwickeln. Das war schon cool. The Frozen Wilds, aber The Frozen Wilds haben wir noch nicht gespielt. Aber wenn ich das richtig gerade gesehen habe, dann hast du das Spiel halt wirklich komplett gespielt und nicht nur die Hauptquest, oder? So ziemlich, ja. Ich habe nicht alles gemacht.
Ich habe die Karte komplett aufgedeckt. Das heißt, ich habe alle Langhalse geholt. Ich habe alle Lagerfeuer geholt. Und ich habe alle Sammelobjekte geholt. Also zumindest die auf der Karte markieren waren. Also ich habe alle Metallblumen. Ich habe alle Gefäße. Und ich habe alle Panoramen. Das, was ich nicht gemacht habe, waren die Jagdquesten. Die Jagdquesten habe ich nicht gemacht. Und ich habe jetzt nicht extra noch auf der Welt rumgeschaut gehabt. Weil es gab ja auch noch andere... es gab ja noch so Textsachen und sowas, die man... Textdokumente quasi, die man finden konnte, die habe ich nicht gemacht. Und alle Brutstätten. Genau, alle Brutstätten habe ich auch gemacht. Ja. Gerbsliche Ellie erschrecken. Hallo, antiker Heck. Hi. Hast du auch die Special Energieschildrüstung gefunden? Ja, die haben wir vor dem Ende noch geholt. Bei mir hat eine Energiezelle gefehlt und dann haben wir uns da gerade rangesetzt gehabt noch und haben geschaut gehabt, okay, irgendwo muss mir eine fehlen. Wir sind so ein bisschen durchgegangen, so okay, es muss irgendeine denn vom Anfang sein. Und dann haben wir sie noch gefunden und dann haben wir die Rüstung auch noch geholt. Die haben wir auch geholt, ja. Ellie, ich bin mal raus, ich muss noch einiges klären und hoffe dann wieder zu spielen. Mach das, Anja. Und erhol dich noch gut. Na, danke schön fürs Patten. Aber ja, also mir hat das Spiel halt auch super viel Spaß gemacht, ne? Sonst hätte ich das auch nicht alles geholt. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefallen hat, waren die Jagdquesten. Diese Jagdgebiete. Das ist so das Einzige. Und ich habe ein paar Tutorial-Questen nicht fertig gemacht. Huch. Das ist mir jetzt auch nochmal eingefallen. So ein paar Tutorial-Questen habe ich nicht fertig gemacht, die mir zeigen, wie man was benutzt. So von wegen so, hey, hier, schieße dreimal mit dich und dich. Aber ja, gut. Und Hallöchen, Damien. Hallo. Und wie gut hast du spekuliert? Naja, du gute, die Story hatten wir ja letztens schon durch, quasi. Kannst du ein neues Spiel Plus machen? Nee, wir haben ja noch das DLC vor uns. Und nach dem DLC haben wir ja theoretisch auch noch Horizon Forbidden West. Theoretisch, aber ich überlege, ob ich dazwischen irgendwie noch was anderes spiele. Irgendwann mal. Nach dem DLC ist vor dem DLC, das stimmt. Ich glaube, das sind hier gerade die DLC-Credits schon. Da stand gerade The Frozen Wilds, stand da dran. Ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, guck mal hier. The Frozen Wilds Additional Cast. Die ganzen Banuk. Ja, gut. Vor den DLC-Credits ist nach den DLC-Credits, oder was? Oder wie war das? Ja, weil du hast mich in New World abgesetzt. Da habe ich dich im Hintergrund laufen lassen während des Grinds. Aber guck mal, immerhin macht es dir Spaß. Das ist doch gut gewesen, dass ich dir das empfohlen habe. Hab deinen Fortschritt nicht richtig verfolgt. Also ich war schon sehr nah dran mit dem, was ich spekuliert habe, ja. Mit meiner Spekulatius war ich schon sehr nah dran, ja. Ich drück Credits immer weg. Oh! Schämst du dich nicht? Also wirklich. So viel Zeit und so viele Stunden... Wie da die ganzen Leute dran gehangen haben, lasse ich das immer durchlaufen. Einfach ein bisschen appreciaten, dass ich da 50 Stunden Spaß jetzt dran hatte. Dass die ganzen Leute da dran gesessen haben. Und jeder Einzelne verdient es einfach mal,
zumindest zum Schluss hier mal gesehen zu werden. Auch wenn wir einfach nur quatschen. Die solche Emotionen kenne ich nicht. Oh, frech. Ich bin mal gespannt, ob du dich in The Frozen Wilds dann so seltsam anstellst wie ich. Ich bin gefühlt nicht einen gewollten Weg im DLC gegangen. Aber du, ich bin hier auch keinen gewollten Weg gegangen. Ich bin immer alternative Wege gegangen. Ich habe auch Quests manchmal sehr alternativ gelöst. Ach ja. Ich kann nichts dafür, wenn die Entwickler damit nicht rechnen. Solche Quests, die noch schöne Bilder haben, ist langweilig. Ja gut, die schönen Bilder hatten wir ja eben. Das hier ist ja quasi vom DLC die Credits, so wie ich das rausgelesen habe. Aber trotzdem finde ich, dass die Leute es verdienen, einfach mal gesehen zu werden. Bei so einem tollen Spiel und alles. Ich lasse sowieso Credits immer am Ende laufen, auch wenn es die Leute nicht interessieren sollte. Ich kann dazwischen labern, die ganzen Leute laufen einmal durch. Und so. Wie gesagt, mag für den einen oder anderen langweilig sein, aber ich finde, es gehört dazu. Ja, was leider schade ist, dass die Spielengine während der Credits im Hintergrund weiterläuft. Also wirklich energiesparend ist das nicht. Ja, okay. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ich glaube, die längsten Credits, die wir je hatten, waren bei Star Wars. Bei Lego Star Wars. Ich hatte fast eine Stunde Credits. Ey, das war schlimm. Da haben wir nebenbei noch irgendwas gespielt. Da haben wir nebenbei angefangen gehabt, noch was zu spielen, weil einfach die Credits so unendlich lang waren. Also das waren die längsten Credits, die ich, glaube ich, je hatte. Das waren wirklich eine Stunde lang. Ja. Ja, Rucksack. Genau so habe ich auch geschaut, wo ich das mitbekommen habe. Und dann haben wir irgendwie noch... Also wirklich eine Stunde. Ja, wirklich eine ganze Stunde Credits. Es waren wirklich eine Stunde. Bei Lego Star Wars die Dings da. Die Skywalker-Saga. Das Neuere. Das war wirklich eine ganze Stunde. Also das war wahnsinnig. Ja, eine halbe bis dreiviertel Stunde muss man damit schon rechnen. Ja. So, war heute duschen. Jetzt fühle ich mich wie neu. Ja, nice. Ich muss nachher auch noch duschen gehen. Heute Abend. Ach ja. Ich finde es lustig, dass die Credits von dem DLC hier anscheinend länger sind als die Hauptcredits. Nee. Ich sag mal auch so, bei manchen Spielen wird es halt auch echt nicht schaden, wenn sie einfach mehrere Zeilen an Credits machen. Also... Nicht wie hier jetzt jeden Namen untereinander, sondern einfach dann mehrere Textblöcke, so 2 bis 3 Stück. Dann wird es natürlich auch immer ein bisschen schneller gehen. Oder was ich auch ganz gut finde ist, ich weiß nicht, ob das hier geht. Nee.
wenn man quasi manuell selber ein bisschen vorspulen kann, also ohne die wegzuklicken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel runterdrücke, dass sie dann ein bisschen schneller laufen. Das kann ich hier aber gerade nicht machen. Versuche es, aber es geht nicht. Ach, antiker Hack. Wie gesagt, wenn du keine Credits magst, ist das auch total okay. Für mich gehört es halt irgendwie dazu, weil so viele Menschen einfach an dem Spiel gesessen haben. Und dann kann ich mir auch da, weiß ich nicht, da 10, 15 Minuten lang irgendwie mal Credits anschauen. Und mal gucken, wer da alles daran gearbeitet hat. Wenn es dich, wie gesagt, nicht interessiert, es gibt ganz, 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 ganz viele tolle andere Streamer noch auf Twitch, die in der Zeit, wo ich jetzt mir die Credits angucke, gerade auch streamen. Dann eventuell da vorbeischauen so lange. Ich halte hier niemanden gefangen. Und wenn es jemanden nicht interessiert, ist das ja auch total okay. Ich schaue ja nicht die Quelle, sondern das kleine grüne Etwas da in der Ecke. Ja, gut. Gut trinken. Mache ich gleich. Gut, dann weiß ich, dass ich entweder nicht spiele oder die Quelle überspringen muss. Die waren wirklich lang. Das stimmt. Normal lasse ich die auch gerne laufen. Außer ich habe sie schon mal gesehen. Aber eine Stunde, viel zu lang. Eine Stunde empfand ich auch als sehr, sehr lang, ja. Ich finde Credits klasse, da die Leute sitzen da jahrelang dran. Ja, eben, genau das. Damit man selbst mehrere Stunden unterhalten wird. Danke, liebes Team von Horizon, dass ihr so ein tolles Spiel gemacht habt. Eben, genau. Die sitzen ja da nicht nur irgendwie mal 2-3 Tage dran, sondern halt auch manchmal wirklich Jahre, um da so ein tolles Spiel rauszuhauen. Und man sieht ja auch, guck mal, wie viele Leute da dran gesessen haben. Das wird einem manchmal gar nicht bewusst. Mensch, wir sind bei Sony Interactive Entertainment Europe. Yay! Aber es ist einem manchmal gar nicht bewusst, wie viele Leute dahinter stecken. Nicht nur Entwickler, sondern hier zum Beispiel halt auch das Marketing-Team und sonstiges. Und die PR machen und so. Das sind halt nicht nur 2-3 Leute, das sind dann halt schon mal 20-30 Leute, die das machen. Oder die Ideen haben, die umsetzen. Da hängen so, so viele verschiedene Leute hinter. Und die Putzkräfte, die dafür sorgen, dass die Entwickler ordentlich in einem sauberen Umfeld arbeiten können. Zum Beispiel. Hier sieht man ja auch Social Media Team und Plattform Marketing. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Unterkategorien ja davon auch noch. Creative Design, Video und Events. Also ich breche mir damit kein Genick, wenn ich mir einfach einmal die Credits durchgehen lasse und sie mir anschaue. Das werden wir dann nach dem DLC werden wir es nicht machen. Weil wir schauen uns das ja gerade schon an. Die Praktikanten, die den Kaffee holen und die Zukunft für weitere Spiele werden. Das hat halt alles irgendwie damit zu tun. Ich finde es schön, wenn die Leute da einfach mal wenigstens mal mit aufgelistet werden. Und so wenig Leute wie die Credits gucken. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es gehört für mich einfach irgendwie dazu. So, jetzt aber. Ich trinke mal kurz. Wurde sich trinken gewünscht. Prost!
Und Meno, warum klopfst du denn schon wieder auf den Tisch rum? Was ist los? Naja, ich finde halt, selbst wenn die da durchlaufen, werden die Leute nicht geehrt, da kein weiß, die Leute in Wirklichkeit sind. Also müssen zu den Namen ein Bild und eine kleine Beschreibung geben. Okay, ich glaube, du standst noch nie irgendwo in Credits drinne. Wie soll ich denn das erzählen? Wenn du zum Beispiel bei Patreon bist, oder nicht bei Patreon, wie heißt denn das? Da, wo man halt Sachen supporten kann, Spiele zum Beispiel. Nee, nicht Ko-fi, wo man so Spiele supporten kann, so wo Leute ihre Spiele vorstellen und dann haben die da so ein Goal und sowas. Wie hieß denn das nochmal? Kickstarter. Genau, danke schön, Meno. Kickstarter. Und wenn man da zum Beispiel ganz oft, oder was heißt ganz oft? Ganz oft passiert das halt bei Kickstarter, dass wenn du dort dich beteiligt hast an einem Spiel, damit es finanziert werden kann, dass du zum Beispiel in einem Spiel mit drinne stehst oder in den Credits. Und das ist ein richtig, richtig geiles Gefühl. Und selbst wenn du ganz unten in den Credits stehst, einfach, dass dein Name da steht, lässt einen doch schon irgendwie grinsen. Das ist einfach so ein, man sitzt da und wartet, und dann ist es so, ah! So, guck mal, da ist mein Name! So. Einfach 4 Kenjis, ja. Oder das weitaus unbekanntere Indiegogo. Stimmt, Indiegogo gibt es auch. Habe ich schon mal von gehört. Aber es ist halt einfach, es ist irgendwie schön, seinen Namen in den Credits zu sehen. Außerdem kann man in den Credits die Spiele nochmal Revue passieren lassen, richtig? Das stimmt. Ja, oder einfach so mit euch jetzt schnacken. Ist ja auch okay. Es ist halt irgendwie total schön, wenn man so bekannte Leute oder so auch einfach in den Credits wiedererkennt, so. Oder wenn man weiß, so, hey, das ist Person XY, den kenne ich doch so. Es ist halt irgendwie schön. Da muss kein Bild und keine Beschreibung hin. Und wie gesagt, die Quests werden wir jetzt auch nur einmal sehen. Und nach dem DLC werde ich den, falls sie kommen sollten, auch nochmal überspringen. Dadurch, dass wir sie ja hier jetzt gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wie weit wir hier mittlerweile sind. Audio Motion. Ich glaube, so lange kann es gar nicht mehr gehen, oder? Sagte ich jetzt und dann sind es wieder eine halbe Stunde später. Selbst wenn mein Name da stehen würde, wüsste nur ich, dass ich das bin und jeder andere wäre es nur ein Buchstaben willkürlicher Reihenfolge. Ja, aber zum Beispiel deine Freunde und Familie, die kennen das ja auch. Also die kennen ja auch deinen Namen. Also ich find's schön, wenn man da bekanntere Namen zum Beispiel wiedererkennt von Leuten, die man vielleicht auch kennt. Aber es ist so ein persönliches Ding. Anscheinend trifft es nicht auf dich zu, Antiker Heck. Und das ist auch okay so.
Für mich ist das halt so. Puh, ich habe mich gerade verlesen und dachte, da stände Malenia. Wenn die aus Elden Ring gekommen wäre, um Horizon Zero Dawn zu programmieren, wäre kritisch geworden. Uiuiui. Ah, stimmt. Schon Elden Ring habe ich ja auch mal ein bisschen gespielt gehabt. Zum Glück bin ich da jetzt erlöst. Ich habe es nicht durchgespielt, aber naja. Ich glaube, ich bin auch ganz froh darüber. Kürzt deren Nachnamen alle sind, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange soll denn eigentlich das DLC gehen? Ist das DLC lang? Wisst ihr das? How long to beat? 10 Jahre. Ach, Minu. Minu, du bist wieder raus. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. The Frozen Wilds. Main Story 7,5 Stunden. Main plus Extras 13 Stunden. Nun. Okay. Also ich sitze Minimum 20 Stunden noch denn an den DLC. Geil. Das DLC hat eine ganz anständige Länge für ein DLC. Nicht das längste, aber hat ein bisschen was. Wenn hier steht 13 Stunden mit Main plus Extras und ich habe jetzt schon... Ich habe jetzt nur das normale Horizon Zero gespielt. Und da steht irgendwie sowas bei 44 Stunden. Ich habe ein bisschen über 50 Stunden jetzt, glaube ich, gebraucht. Also sind es auch gut zwischen 13 bis 20 Stunden DLC wahrscheinlich bei mir nochmal. So wie ich rumrenne. Mehr Robo-Fights. Ja, und nach dem DLC? Habe ich ja, wie gesagt, auch noch das Normale. Das Normale, genau. Da können wir noch mal das Normale spielen. Nee, dann habe ich auch noch den zweiten Teil, theoretisch. Ich hoffe, der wird sich auf der PS4 auch einigermaßen okay spielen. Ach je, ich sehe gerade, dass der zweite Teil, der ist ja noch größer. Wir haben Main plus Extras 61 Stunden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich werde so versinken. Shit. Nun. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich habe absichtlich nicht so geschaut, weil ich das selber noch spielen will. Denn Gamer, dann musst du das demnächst mal spielen irgendwann. Das war wirklich gut. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe auch dauerhaft meine Streamzeiten überzogen. Ich so, ja, ich stream nur noch 4 Stunden am Tag. Und dann so, Dann waren das hin und wieder auch mal 8 Stunden. Und die Credits sind durch. Und dafür lohnt es sich, Credits zu schauen. Oh, fuck. Oh oh, hallo Hades. Ah, Silence. Ich wusste es, dass du ein Drecksack hallo, bist. Hallo, alter Freund. Ich wusste es.
Kennst du mich noch? Ich wusste es. Er ist ein aller Drecksack. Ich wusste es. Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du nicht? Oh! Tja, fangen wir an. Oh mein Gott, oh, oh nein, 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 Silence, nein, 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 Silence. Ich wusste, dass er ein Drecksack ist. Und ihr die ganze Zeit so, ja, ja, vertrau dem doch, der ist voll nett und so, die guck mal, wie er dir hilft. Warum magst du den denn nicht, Ellie? Da, Menschenkenntnis, ich sag's euch. Der Feind ist nicht tot, ja. Und solche Szenen sieht man ganz, ganz oft nicht, wenn man die Credits nicht guckt. Das ist wie mit Film. Bei Film kommt auch gerne mal hinten nochmal irgendwas nach den Credits. So viel zu spoilern. Oh no. Hoffentlich habe ich schnell genug weggeschaltet. Ich hoffe es für dich, Gamer. Ich hoffe es für dich. Oh Gott. Ich hoffe, du hast dich jetzt nicht zu sehr gespoilert. Ellie, wenn man wen killt, dann sollte man immer nachschauen, ob er wirklich tot ist. Ja, konnte ich ja nicht. Also es ist ja nicht meine Schuld quasi. Also ich konnte Aloy jetzt nicht sagen, guck mal noch mal nach, ob der noch lebt. Finde ich jetzt auch irgendwie komisch, dass du mir daran die Schuld gibst, aber okay. So, herzlichen Glückwunsch, du hast Hades besiegt und Gaias Traum einer wiedergeborenen Erde bewahrt. Die Welt wurde in ihren Zustand zu Beginn von der drohende Schatt zurückgesetzt, vor dem finalen Kampf um Meridian. Du behältst die gesamte Beute und Erfahrung aus deinem erfolgreichen Spieldurchgang. Zusätzlich wurde neues Spiel Plus freigeschaltet, sodass du das Spiel noch einmal mit der gesamten Beute und den Fähigkeiten aus diesem Spieldurchgang beginnen kannst. Ein neues Spiel plus Speicherung. Okay, brauche ich nicht. Aber wir sind jetzt wieder hier. Wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir noch das DLC vor uns. Heißt, ich kann die mal wegmachen. Das haben wir ja gemacht. Ja, auf in die eisige Wildnis. Da können wir jetzt hin. Und, ja. Wir haben so ziemlich alles fertig gemacht. Wie gesagt, das hier sind Jagdgebiete. Die habe ich nicht gemacht. Ansonsten alle Brutstätten. Alle Langhälse, alle Banditenlager, alle verdorbenen Zonen, alle Sammelobjekte. Wir haben alles gemacht. Ellie, sie hat mir zwei GIFs geschickt. What? So schnell? Oha! Slash Time und Herbstcafé Reason Spoilerino. Entschuldigung, ich konnte nichts dafür, dass das Spiel spoilert. Oh Mann. Das tut mir leid. Und Hallöchen Martin. Hallo.
Na doch, du hättest die Spielaufnahme für uns deaktivieren können. Ja, aber das gehört ja noch dazu. Es tut mir leid. I'm so sorry. So, ich ändere mal noch den Stream-Titel. Weil wir haben ja Hades jetzt besiegt. So, wir sind jetzt hier angekommen. Theoretisch muss ich hier die Wand hochklettern. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich mache jetzt erstmal eine ganz, ganz kurze Pipi-Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht's weiter mit dem DLC. Ja. Also bis gleich.